Hallo Freunde, hier ist Mo von VR mit Mo Tensen und wenn ihr euch für VR interessiert, speziell für PlayStation VR, dann seid ihr genau auf dem richtigen Kanal. Ich bin jetzt im besten Fall in den Ferien, ja, schon wieder ein paar Tage, nicht lang, aber ich habe, ja, es ist viel Zeit momentan für VR und ihr kennt das ja und ein paar Tage in der Ostsee sind noch drin. Aber ich bin natürlich auch schweineneugierig, wie diese Persistence weitergeht. Und dachte mir, ich spiele mal ein bisschen, zeichne es auf und kann es dann uploaden, wenn ich weg bin. Und dann könnt ihr euch das ansehen, wenn ihr Lust habt. So, und so schaut's aus. Ich wähle meinen ehemaligen Charakter aus, mit dem ich angefangen habe. Fuck it! We can still do this! We just need to get back to Deck 1 and get the jump factors calculated. So, und beim letzten Mal haben wir so ein bisschen reingeschaut. Und ich glaube, ich habe ein bisschen über eine Stunde gespielt. Und wir haben schon mal sehr, sehr viel rausgefunden. Ne? Nämlich, hier ist eine Ausrüstungsgeschichte. Da haben wir aber noch keinerlei Credits, dass wir uns ausrüsten können. So, beim Upleveln. Schaut das eventuell schon ein bisschen besser aus. Guck mal, wir sind hier auf 200% schon. Für das nächste Upgrade bräuchte ich allerdings 2500. Was auch immer ich hier gerade einsammle. Hab aber nur 700. Schaut's hier aus? 5000, oh mein Gott. Ah, guck mal. Ich könnte mir Nahkampfschaden, also den Schaden, den ich anrichte, kann ich aufleveln. Da sind 500 wieder weg. Und hier bei Lautlosigkeit kostet das nächste Update 5000. Also das ist wirklich viel Geld, aber mit all diesen Eigenschaften wird man natürlich besser im Spiel und kommt weiter. Ja? Also es ist eine Frage der Zeit, wann man weiterkommt. Man kann hier quasi auch ein bisschen wie heißt es noch gleich? Grinden, genau. Okay. So, und die generelle Spielmechanik, ich spiele mit dem Pad, ich bewege mich frei. Wenn euch das alles interessiert, dann guckt einfach mal das erste Hands-on an, da erkläre ich halt alles zum Spiel. Ich wähle hier immer die Marks an, indem ich sie anschaue. Gesundheit brauche ich offensichtlich nicht, die habe ich aufgelevelt, deswegen kann ich die nicht aufnehmen. Hier ist eigentlich alles zu. Ich bin nur mal hingegangen, weil hier manchmal noch ein paar Auflevel-Gegenstände sind. Und wie gesagt, mit dem Gamepad bewegt man sich frei. So, links, rechts, drehen, wie immer. Also traditionelle First-Person-Steuerung. Und ich habe aber auch diesen kleinen blauen Globus vor mir. Der erlaubt mir mit der X-Taste Teleportation. Aber über, seht ihr das? Da kann ich ihn teleportieren. Also circa in so einem 2-Meter-Radius. Das ist so ein Ding, wo man vielleicht in Last Minute sich schnell wegteleportieren kann. Auch das kann man aufleveln, also den Teleportation Range und so weiter und so weiter. Ich muss mal gucken, warum habe ich denn das hier gerade nicht gesehen? Dunkle. Achso, das ist die dunkle Materie, ja? Und den. Genau, damit kann man die Teleportation und die, den Supersinn steigern. Der Supersinn ist, Moment, wenn ich Dreieck drücke. Ah, ne. Doch. Hier. Das ist so eine Art Nachtsicht. Da sieht man dann auch die Gegner sehr gut. Und ich merke auch gerade, auf dem Digitalstick, wenn ich den nach rechts drücke, kriege ich, seht ihr das? Taschenlampe ein und aus. Beziehungsweise es scheint auch der Sinn zu sein. Na, mal sehen. So, also. Wir haben einen großen Plan. Das ist hier jetzt, wo wir sind. Und das Spiel startet aber eigentlich, wenn ich hier in den Teleporter steige. So. Jetzt wird der Level neu zusammengebaut. Das ist nämlich ein Roguelike, ja. Jedes Mal ist der Level anders. Wir gucken uns den gleich an. Und dann beginnt das Abenteuer. Uah. Und tatsächlich, es gibt Stimmen, die sagen, das Spiel ist so gruselig. Ich finde es aus irgendeinem Grund nicht so gruselig. Weil man schon eigentlich ein bisschen Bewaffnung und sowas hat. Ja, man kann sich definitiv verteidigen. Es ist nicht so wie bei Resident Evil, wo man manchmal vollkommen hilflos war. Und ich kann. Achso, ich habe wieder meine Stammzellenentnahme-Ausrüstung, mit der ich
meine Gegner aber auch killen kann. Hier gibt es eine Karte. So, aber noch besser zu sehen ist die Karte auf dem Touchpad. Zack, da. So, und am Ende des Tages müssen wir, wo ist er denn? Hier hin, ja. Die Irish-Steuerung, das ist unser großes Ziel. Und ihr seht es, das ist medizinischer Raum. Das ist unser Start hier und hier wird immer relativ viel angezeigt. Hier ist ein Fabrikator für Waffen etc. Granaten, es gibt Terminals und meine Güte, das ist ja Schusswaffenfabrikator. Also, wenn ich hier durch die Tür gehe und dann rechts ist in dem nächsten Level ein Schusswaffenfabrikator, das ist doch schon mal ganz nett. Allerdings lauern da bestimmt auch einige Gefahren. Hier am Boden zum Beispiel. Ich duck mich mal. Scheiße, ich höre schon wieder Geräusche von Feinden. Ich muss mal überlegen. Also L1. Nee, war es nicht. Achso, genau. Doch, mit L1 habe ich ein Kraftfeld, was aber nur ganz kurze Zeit wirkt. Und mit L2 boxe ich so. Das ist für den Nahkampf, aber den sollte man eigentlich im besten Fall vermeiden. Und wie gesagt, hier sind so Blitzfelder bzw. elektrische Öffnungen. Okay, da kann ich aber auch fein rauflocken. Ich muss nur selber zusehen, dass ich ja nicht drauf trete. Ich geh mal hier um die Ecke. Ich höre Geräusche, aber... Alter Schwede. Okay, nice. Ein paar Stammzellen eingesammelt, aber... Fuck. So. Da liegen auch Stammzellen rum. Hier liegt ein Fabrikationsschip rum. Und ansonsten... nichts. Ich könnte jetzt vielleicht auch... Moment mal. Ich drück mal hier. Nee, das ist die Steuerung. Ah ja, habt ihr es gesehen? Man sieht hier diese gefährlichen Elektrofelder. Kriege ich nämlich auch angezeigt, ne? Die sind schlecht. Und tatsächlich kann ich mit der Technik eigentlich so ein bisschen durch die Wände gucken. Ich weiß gar nicht, warum ich das eben nicht gemacht habe. So, und hier ist der Fabrikator für Waffen. Vielleicht ist das gut. Gucken wir mal. So. Ich habe... Aha. Schusswaffe Sturmfurie. Schusswaffe die Nadel. Schusswaffe der Wachposten. Okay, ich habe hier 4 Credits und einen brauche ich. Ich bin mal gespannt. Walküre. Herrgott, was machen wir? Ich nehme mal hier den Revolver, ja. Was ich nicht verstehe ist, ich muss den doch jetzt hier produzieren lassen. Ah. So. Ein Revolver mit 3 Schuss. Ich guck mal in den Raum mit dem super Blick. Da steht einer rum. Den gesehen? Genau. So, dann kann ich jetzt immer noch hier meine beiden Waffen wechseln. Wie gesagt, das Ding hat nur 3 Schuss. Ich weiß gar nicht, wenn der leer ist, ob er dann leer ist und fertig. Ich weiß auch nicht, ob ich das... das Ding ist jetzt benutzt, kann ich nicht wieder ansprechen. Und gucken wir mal, was hier noch so rumliegt. Chips, auch sehr gut.
So, hier sind übrigens meine Werte, ne? Der mittlere ist, glaube ich, Gesundheit. Der ist noch nicht wieder auf 100%. Aber schon okay. Da war ich eben drin. Hier sind die gemeinen Felder. Ich beame mal darüber. Das war nicht so gut. Kurz gucken, ob hier was ist. Ich habe tatsächlich ja jetzt die Demo mal gespielt. Aber so richtig viel vom Game kenne ich noch nicht. Ja. Und ich weiß ja nicht, ob es auch Gegner gibt, die sich geräuschlich nicht bemerkbar machen und dann irgendwo aus dem Busch springen oder so. Vor sowas habe ich auf jeden Fall Schiss. Ich mag keine Jumpscare-Geschichten. Naja, wir haben eine Knarre. Was soll passieren? So, aber was eben gar nicht geklappt hat, ist über das Energiefeld drüber teleportieren. Achso, aber wenn ich einmal drüber gegangen bin, dann war es das auch. Dann ist das deaktiviert, okay. Jetzt entscheiden. Ich gucke mal auf die Karte. Eieiei. Wo sind wir? Hallo? Korte? Wieso sind die so riesig plötzlich? Da sind wir. Okay. Also geradeaus geht es grundsätzlich in die richtige Richtung. Nach links kommen wir zu einem experimentellen Fabrikator. Schusswaffenfabrikator habe ich benutzt. Und hier ist auch noch ein experimenteller Fabrikator. Also wie gesagt, am Ende des Tages wollen wir dahin. Ne? Die grobe Richtung ist also in die Richtung, die ich jetzt gerade gucke. Aber es kann natürlich sein, Terminal, Vorratskiste, dass das hier einfach geile Sachen sind, die man gebrauchen kann. Ne? Loot. Ich würde sagen, ich gehe mal links. Und schau mal, was da passiert. Tja. Moment. Ah, da steht einer. Okay. Ich geh mal. Ich tu noch. Der hat mich noch nicht bemerkt. Vielleicht kriege ich das da noch hin. Nein. Hat er mich bemerkt. Oder? Er ist der Einzige. Also, der Witz wäre, den halt ohne Kampf zu überlisten. Also, weiß gar nicht, ob man das hinkriegt. Er macht doch ganz friedlichen Eindruck, oder? Nicely done. Okay. Das war gar nicht so schlecht. Gut. Also ich habe mich an ihn rangeschlichen und ihn von hinten erledigt. So. Und jetzt sammle ich hier den Loot ein, den guten. Hier ist wieder ein. Ah, okay. Wir gucken mal, was hier für uns rum ist. Das sieht aus wie experimenteller Entfesselungskünstler. What the fuck? Unsichtbarkeit. Nicht schlecht. Zeitwarp. Repeater. Wutserum. Gravity Haken. Ah, was soll ich machen? Künstler, wozu kann denn sowas gut sein? Entkommen Sie den sicheren Tod, indem Sie sich sofort an einen sicheren Ort teleportieren. Lahm.
Der Liebling von Teams auf Geheimoperationen sorgt für einen temporalen Effekt um den Nutzer, der ihn unsichtbar macht. Das klingt schon nützlicher. Das Zerbrechen des Behälters der dunklen Materie erweitert die örtliche Raumzeit, wodurch die Welt um den Nutzer herum verlangsamt wird. Okay. Auch nicht schlecht. Waffentaugliche Gravitationsgeräte. Haben Sie Gegner in der Luft und schleudern sie zu Boden. Heben Sie Gegner in der Luft. Okay. Wutserum. Das selbst verabreichte Wutserum verleiht dem Nutzer übermenschliche, aber kurzlebige Schlagkraft und Unverwundbarkeit. Na gut. Das ist halt was für Nahkampf oder so. Waffentauglicher Teleporter. Der Gegner teleportiert. Liquidiert, die darauf teleportiert werden. Puh. Okay. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll, Leute. Unsichtbarkeit. Irgendwie den... Ich schlag dich tot und bin unverwundbar. Oder den Gravitationshaken. Wow. Ich weiß es nicht. Es gefällt mir alles noch nicht. Ich sammle einfach mal Scheiß ein. Das Gute ist ja, ne? Das Zeug, was man einsammelt. Also hier grundsätzlich die Ingame-Währung, nenn ich's mal. Das behält man immer, ne? Nach jedem Tod kann man sich aufleveln, Sachen kaufen. Ist gut so. Hier ist etwas zum Anschalten. Zombie-mäßig vor sich hin äumeln, die kann man leicht fertig machen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da tauchen auch noch andere Gegnertypen auf. So, ich höre auch schon wieder Geräusche von links. Ich gucke mal auf unseren Plan. Also hier kann ich durch eine kleine Kammer, da ist ein Granatfabrikator. Hier ist ein größerer Raum, da haben wir da. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich bin schon weitergekommen als jemals zuvor, kann das sein? Hier habe ich eben drin geguckt, dahinter ist wieder ein Raum. Ach, ganz geil. So, wir holen uns erstmal den Scheiß hier raus. Okay. Ich habe das Gefühl, der Gegner, der da steht... der jetzt in diesem Raum kommt, scheint aber ein anderes Kaliber zu sein. Ich nehme mal lieber die Knarre. Das ist echt widerlich, dass man die immer so rumschleichen und knurren hört. Meine Fresse. Na gut. Hilft nichts. Wir müssen ja weiter. Ich kriege jedes Mal eine scheiß Gänsehaut. Okay, das ist gut gelaufen. Ich habe mich
hinter ihn gebeamt und dann funktionierte das mit dem Teleportieren. Das ist besser, als mit ihm stundenlang rumzuboxen. Sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also ihr seht, ne, wenn man ein bisschen coolen Kopf behält, dann kommt man hier eigentlich ganz gut weiter. Was ist das? Medizin. Ah, jetzt bin ich wieder aufgelevelt. Sehr schön. Also das war sehr erfolgreich. Ihr wundert euch immer, dass ich so ein bisschen zurückgehe, wenn ich den Schrank öffne. Tatsächlich, aus der Demo kannte ich den Effekt, dass die manchmal auch explodieren und so ein Kram, ne? Kostet wieder Leben. Warum ich hier dieses Thema manchmal von grün auf blau schalten kann, habe ich noch nicht verstanden. Stammzellen. Fabrikationschips. Alright. Und immer unheimliche Geräusche irgendwie. Armory Fabricator. Gucken wir uns gleich mal an. Ich sammle noch ein bisschen Sachen ein. Komm her. Ich wünschte grundlegend, hier könnte mal jemand Licht anmachen. Das ist doch echt ein bisschen dunkel. So, der ist jetzt auch blau geworden. Wie gesagt, nee, es sind immer so Schränke, die so aussehen wie so Datensysteme. So, und wenn ich es nochmal angucke, wird es rot. Und dann ist es grün. Das muss ich nochmal rausfinden, was das soll. Ich weiß nicht, ob die alle blau sein müssen. Entschuldigung. Oh, ich habe genießt. Habt ihr gehört? What? Was war das denn hier? Persönliches Gepäck. Ich gucke mal auf die Karte. Puh, genau, also hier ist ein Terminal. Bei dem weiß ich auch noch nicht, wofür das da ist. Ein langer Gang und hinten ein Frachtraum mit Loot. Da ist garantiert auch noch ein Gegner. Aber das ist unser Weg. Ich habe noch nicht verstanden, was das für eine Funktion hat. Mal gucken, ob es überhaupt eine hat. Und ich wechsle mal vorsichtshalber auf die Pistole, um vor Überraschung gefeit zu sein. There's a supply crate here. See if you can reach it. It's likely to have something really useful. Lower the blast shields from the terminal before the compartment decompresses. Hurry! Ach so, was hatten wir schon mal? Ich musste irgendwie was runter. Dann bin ich trotzdem in einem Raum gestorben. Ja, genau. Das habe ich nicht verstanden. Scheiße. Türstatus Öffnung. Weil hier geht meine Lebensenergie runter und dann sterbe ich. Ich weiß leider nicht, wie ich das verhindern kann. Ich level mich mal wieder hoch. Hier liegen Gott sei Dank drei Medizinpakete, aber ich fürchte, solange ich nicht verstehe, wie man das verhindern kann, werde ich hier hundertprozentig sterben. Und das lohnt sich leider nicht. Sorry, zu großes Risiko. Ich muss woanders lang. So, wo sind wir? Wo sind wir? Hier bin ich ja schade, weil hier, wie gesagt, ne, Terminal und irgendwelche Frachtkisten, die bestimmt toll gewesen wären. Aber es geht nicht. Übrigens die Anzeige hier für die dunkle Materie, die jetzt rot ist. Ich bin zweimal teleportiert. Dann dauert es wieder ein bisschen, bis sich sowas auflädt. Ne? Damit man sich nicht einfach wie ein Irrer in schlimmen Situationen wegbeamen kann. So, hier waren wir zuletzt. Da ist ein Raum. Da stehen zwei. Das dürfte ein bisschen zu schwierig sein.
Ja, also hier in diesem Raum stehen zwei Typen. Ich glaube, ich gehe mal jetzt wieder zum Anfang und versuche mal in den Raum zu kommen. Mal sehen, wie wir da weiterkommen. Ich versuche wirklich mal eine weite Strecke zu schaffen und nicht sofort zu sterben, so wie sonst. Leben ist voll aufgeladen, das geht. Ach, guck mal. Jetzt kann ich hier auch wieder hin. Interessant. Schusswaffe, die Nadel. Sehr hohe Schussrate und große Munitionskapazität auf Kosten der Wirksamkeit. Okay, also das ist mehr so eine Dauerfeuergeschichte. Dank der Balance zwischen Stärke und Kapazität gehört der Wachposten zur Standardausrüstung für Sicherheitspersonal. Sind alles irgendwelche verrückten Knarren. Ein lautloser Killer, extrem starker Bolzen, aber langsames Nachladen und äußerst begrenzte Munition. Ich weiß ja nicht, könnte ich hier auch neue Munition kriegen? Ich muss die vielleicht ausprobieren. Da ist wieder so ein Kollege. Ich gucke mal, ob das nicht auch noch zufällig zwei sind. Hier ist es schön hell wenigstens. Ich wechsle mal auf den DNA-Applikator. Live-Anzeige ist super runter, aber der Trick ist, sich hinter ihn zu teleportieren und ihn dann zu erwischen, funktioniert ganz gut. Das muss ich nur noch besser hinkriegen. Meine Fresse. Gruselige Scheißtypen, ey. Oh Gott, hier ist ein kleiner Tunnel. Aber, ja, ich finde, bisher läuft es doch ganz gut. Hier bin ich jetzt in der Ecke. Da ist noch ein Fabrikator. Das ist sogar in diesem Raum. Sehr gut. Und dahinter, ich finde es mal mit der Zeit, wird es auch immer heftiger mit den Typen. Wir sammeln erstmal in Ruhe alles ein, ne? Das zum Beispiel. Das zum Beispiel. Hier, erinnert ihr euch, ist der Raum. Wir gucken nochmal. Da ist eine Tür zu dem Raum, wo zwei Typen drin stehen. Ich guck mal. Ja, genau. Das traue ich mich ehrlich gesagt nicht. Was das hier ist, weiß ich nicht. Ah, Aquar. Was ist das? Fabrikationschips. Sehr gut. So, und jetzt die Maschine. Entfesselungskünstler, Unsichtbarkeit. Ach, das haben wir doch schon gehabt. Ich weiß nicht, soll ich mal Unsichtbarkeit nehmen? Ich will jetzt auch kein Risiko eingehen. Ich nehme erstmal wieder die Knarre. Ich glaube nämlich auch, dass ich mit dem Schießen nicht zwei Gegner in Schach halten kann. Meine Idealstrategie. Bombe!
Idealstrategie wäre, sich unsichtbar machen und dann mit dem Applikator beide abrappen. Ja. Aber großes Risiko. Vielleicht kann ich auch einen erschießen und dann weglaufen oder so. So, hier ist erstmal noch Loot. Das ist gut. Oh, guck mal. Okay, da drin sind eventuell der mutierte Kapitän oder sowas. Und die haben eine, habe ich das richtig gelesen, Sirenengranate versteckt. Ich weiß nicht, ja. Ist vielleicht ein zu großes Risiko. Ich gucke nochmal auf den Plan. Medizinischer Raum. Das klingt allerdings auch nicht schlecht, ne? In einem medizinischen Raum kann man sich vielleicht wieder heilen. Scheiße, scheiße, scheiße. Soll ich das machen? Soll ich da reingehen? Versuchen, die Jungs auszunocken? Ich kann ja nochmal hinten rumgehen und versuchen, von da zu kommen. Scheiße. Ich weiß es auch nicht. Deswegen spiele ich nämlich lieber live. Leuten. Kann man noch Tipps bekommen. Fies wäre auch, wenn in einem Raum, in dem man schon war, wieder neue Leute reinkommen. Ja? Und ich gehe hier in aller Seelenruhe durch und denke, alles Roger. Aber nichts ist Roger. Die jetzt mal auf grün geschaltet. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist richtiger. So. Scheiße, wo sind die? Ich sehe sie nicht mehr. Okay, ich warte, bis die dunkle Materie auflädt. Und jetzt meine Freunde. Erledigt hat, dann könnte man hier in so einem Raum Licht anschalten. Also, da ist ein Medizinpaket, aber ich bin wirklich aufgelevelt, das brauche ich gerade nicht. Ich öffne die Schränke. Leute, das war gut. Ah, eine gute Aktion. Guck mal, da ist der andere Typ, den habe ich erschossen von der Ferne. Ich weiß noch gerade nicht, ob ich schwitze, weil es so warm ist hier. Im Sommer oder ob das Angstschweiß ist. So, hier stand ich eben, ne? Ja, natürlich. Also, keine Ahnung, was sie meinte mit der Falle. Wir gucken mal. Ich gehe mal hier zu der Maschine. Okay. Puh. Die Nadel. Der Wachposthelm und die Walküre. Was würdet ihr nehmen?
also in der anderen Knarre habe ich ja im besten Fall jetzt noch 2 Schuss. Genau. Und wie gesagt, ich finde es schade, dass ich das nicht einfach nachladen kann. Also er muss sich auch jetzt erst nachladen. Ich habe ja vorhin gedacht, das Gerät ist dann nicht mehr benutzbar. Ist es aber noch. Allerdings erst nach einer gewissen Zeit. Vor allen Dingen, es ist, tut mir echt leid, in 2D ist das bestimmt hier so mittelinteressant anzugucken, weil das ist wirklich alles sehr, sehr dunkel hier und ich werde den Film wieder nachträglich etwas heller machen. Aber ich glaube, es ist trotzdem insgesamt sehr, sehr dunkel. Gucken wir auf die Karte. So, da ist das medizinische Raum. Da ist das medizinische Raum. Der medizinische Raum. Guckt euch das mal an. Wir haben, ja, ich würde sagen, fast schon die Hälfte hier erledigt. Das ist doch ganz schön gut. Ja. Ich bin sonst noch nie so weit gekommen. Und ich behalte mal die... Ah ja, und wir haben noch die Unsichtbarkeitsgranate. Meine Fresse. Sind richtig gut ausgestattet. Moment. Hier habe ich niemanden wahrgenommen. Geräusche höre ich auch nicht. Das macht mir Angst. Genau. Okay. Blöderweise brauche ich gar keine Medizin gerade. What? Da lag jetzt einfach eine Knarre rum? Come on. Wie auch immer, ich habe 5 Schuss. Sehr gut. Sehr gut. Also hier ist offensichtlich so eine Belohnungskammer. Guckt euch das mal an, ey. Tausende Medizinpakete. Das ist ja nett zu wissen. Also in der Mitte vom Level. Ey, geil. 12 Schuss jetzt. Super. So, ich nehme an, dass es dafür aber auch danach dann nochmal eine Spur härter wird. Ihr kennt das doch, ne? Sonst liegt ein Spiel doch hier nicht lauter Geschenke hin, wenn es einem danach nicht richtig zur Sache geht. Eieieiei, hier. So, aber was auch immer passiert, das war ein echt guter Durchgang. Ich habe hier gelootet wie... Shit. Okay, mit dem Schrank stimmt irgendwas nicht. Der wurde rot, wenn ich ihn angucke. Der auch. Scheiße. Da gehe ich lieber auf Abstand. Was mit dem hier ist. Dem geht's gut. Im Nebenraum höre ich schon wieder jemanden. Wartet. Warte. Sehen tue ich nichts. Okay. Hier glaube ich. Da steht einer. Da ist einer von unseren üblichen Hoffis. Aber der andere, habt ihr es gesehen? Der kann schießen, glaube ich. Das ist ganz schön gefährlich. Wenn ich durch die Tür gehen würde, ist hier aber auch einer. Na, so Kanäle, durch die ich kriechen kann. Schande. Wisst ihr was? Wir haben ja jede Menge Zeit, ne? Erstmal wieder hier lang gehen. Also. Genau, hier hatten wir ja vorhin einen Typen erledigt, ihr erinnert euch. Oh, jetzt klingelt mein Telefon. Das heißt. Shit. Wir haben 40 Minuten gespielt. Und tatsächlich ist heute Sonntag, ich habe jetzt meine Live-Sendung. Wow. Ich muss aufhören. Tut mir leid. Ist gerade so spannend. Ich weiß leider nicht, ob ich dann, wenn ich aufhöre, hier an derselben Stelle weitermache. Ich hoffe inständig. Wie kann man das rausfinden? Ich gucke nochmal durch die Tür hier. Shit. Guckt euch das mal an. Da stehen sie ja. Okay. Ach, das geht ja.
Mal ganz nett. Wobei man die dann nicht mehr abernten kann, ne? Okay, da sind Elektrofelder. Aufpassen. Also erschießen ist leider sozusagen die schlechteste Möglichkeit. Elektrofeld, Elektrofeld. Mit ein bisschen Geschick hätte ich hier auch langrennen können und die Typen hinter mir auf die Elektrofelder steigen lassen. So. Wie gesagt, ich habe leider keine Ahnung. Was passiert, wenn ich jetzt das Spiel abbreche? Ob ich dann an der nächsten Stelle weitermachen kann? Die Lanze. Friedenswächter. Was ist das denn? Ausgezeichnete Kampfmesser mit unerreichter Tödlichkeit. Dann mit Glas ein. Krasses Ding. Nahkampf. Ah, das hatte ich schon mal. Ne? Das ist ja dieses Freundschaftsserum. Da fängt der eine dann an, im Zweifelsfall sogar einen anderen anzugreifen. Das ist schon sehr nützlich. Guck mal, wir haben ein Guthaben von 4000. Ist aber auch interessant. Ich glaube, das Guthaben kann ich auch benutzen, um am Anfang des Levels meine Fähigkeiten aufzubohren. Ich kaufe mal nichts. Da ist wieder so ein Schießroboter, die sind gefährlich. Tja, jetzt ist Guthaben teuer. Kann ich hier einfach aufhören und beim nächsten Mal weitermachen? Das wäre schon absurd, wenn nicht, oder? Hier ist aber auch, soweit ich weiß, keine Mechanik oder so, die sagt, speicher mal oder sowas. Das ist verrückt. Moment. Ich höre nichts. Ich sehe nichts. Ich fühle mich ganz schön stark jetzt mit einer Knarre hier. Ich guck mal kurz. Sind hier und dahinter ist ein leerer Raum. Wir gehen rein. Das ist interessant. Ein Teleporter. Interessant. Warum sind hier Teleporter? Das funktioniert nicht. Also wenn ich zu lange auf die Schränke gucke, die rot werden, dann Explosion. So, und hier sind halt in den Ecken Teleporter. Ja, das ist auch nochmal interessant, was die für eine Funktion haben. Ich kann es nur ahnen. Also vielleicht kann man sich damit zum Eingang wieder zurück teleportieren. Mal gucken. Das Gute ist, ich sammle mal hier den ganzen Scheiß auf. Nicht zu lange angucken. Medizinpäckchen. Voila. Das sieht auch voll schräg aus hier, als wenn hier eine zweite Etage ist. Lasst uns mal gucken. Sie sind hier. Was könnten die Teleporter bedeuten? Warum auch immer. Und dann gehe ich zu einem Teleporter. Das interessiert mich jetzt. Achso. Beziehungsweise. Ja. Achso, ich bin oben jetzt in der oberen Etage. Alles klar. Aha, geil. Ich habe Angst. Schrank. Richtiger Schrank. Okay, das ist die Funktion. Ich kann mich hoch und runter beamen in diesem Raum. Und den Loot holen. Der ist rot. Der sieht interessant aus. Was ist das? Oh, nur Loot. Granate!
Animationseffekt ist übrigens ganz geil. So, meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Kinder, das hilft nicht. Wir müssen jetzt Feierabend machen. Ich bin selber total neugierig, wie es hier weitergeht. Aber wir haben auch Verpflichtungen. Ne? Heute ist die Sonntagsshow, die 12. vom Mofan VR. Und da müssen wir jetzt mal ran. Hier bin ich durchgekommen. Ja, hilft euch nicht. Ich weiß nicht, ich könnte nochmal versuchen, mich bis zum Eingang zu bewegen, wo wir hergekommen sind. Ihr erinnert euch? Nehmen wir noch was mit. Also, vielleicht gibt es ja da doch eine Möglichkeit, sich irgendwie... Wo sind wir denn gerade? Steigt nicht mehr durch. Genau, Wiederherstellung. Da sind wir reingekommen. So, ich muss also nur durch die Tür und dann links. Dann sind wir wieder da, wo wir ursprünglich losgegangen sind. Ja, sind tatsächlich gar nicht so weit gekommen, ne? Aber immerhin eine halbe Level. So. Das war hier. Ich weiß gar nicht mehr. Genau. Und hier muss ich mich mal dran vorbeischleichen. Alright, okay. Und dann beame ich zum Anfang zurück. Und jetzt können wir auch mal gucken, ob ich mich hier schon irgendwie erweitern kann. Gesundheit. So, gesundheitsmäßig können wir uns mit 2500 auf den nächsten Level beamen. Aber alles andere ist zu teuer. Also dunkle Materie vergrößern. Nahkampfschaden. Und Lautlosigkeit. Lautlosigkeit könnte auch sehr, sehr nützlich sein. Da reicht die Knete aber nicht. Ist die Frage, also 2,5 für einen neuen Gesundheitsstep, dann ist sie auf 300. Ist ein saftiger Preis, aber könnte bei so einem Nahkampf dann schon ganz nett sein. Ich kaufe das mal. Boom. So. Teuer. Verstehe ich noch gar nicht. Also, die kann ich überhaupt nicht anwählen, ob das noch irgendeine Art von Währung ist, die ich später bekomme. Ach so, Ausrüstungsladen. Sie haben 4600 Fabships Laden verlassen. Also, aber warum kann ich denn dann nicht angucken? Come on, das ist ja mein. Ach so, okay, das war. Was für Anzüge? Ausrüstungsladen, Entnahmegeräte. Den habe ich ja immer, wenn ich starte. Ausgerüstet, genau. Kraftfeld. Das habe ich auch per se ausgerüstet. Also, ich weiß nicht, warum ich hier noch nichts kaufen kann. Teleporter. Das sind die Dinge, die ich standardmäßig habe. Der Supersinn. Hier sind überall leere Slots, aber... bringen wir noch nichts. So, Kids. Oder meine Herren, meine Damen. Leider, leider muss ich jetzt Schluss machen, da ich eine Live-Sendung zu und betreiben habe und ich bin so neugierig, wie es weitergeht. Verdammt nochmal, ich bin noch nie so weit gekommen in The Persistence. Fantastisches Game. Macht tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Und das hat ja auch diese strategische Note, ne? Was macht man? Rüstet man sich auf? Macht man Risiko? Oder lieber nicht? Geht man drumherum? Bah, bah, bah. Sehr interessant. Ich glaube, das hat noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial für Wow-Momente und Entdeckung. Damit bin ich erstmal raus. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Ich werde das garantiert weiter und weiter und weiter spielen. Das wird eine richtige Let's Play-Reihe. Und abonniert den Kanal, falls ihr neu seid, und dann sehen wir uns im besten Fall gleich im... Ne, wir haben uns dann im besten Fall auch gleich gesehen, denn, wie gesagt, heute ist Sonntag, das hier werde ich, keine Ahnung, vielleicht am Mittwoch oder Donnerstag hochstellen. Bis dann, Mutter ist raus, bye bye.